Ganze Dörfer müssen dem Bergbau weichen. Immer mehr Chemie wird in der Landwirtschaft eingesetzt und Flüsse werden begradigt. Glauben Sie, dass wir zu tief in die Natur eingreifen? Stimmen aus Hamburg. Ich finde ja, weil überall wird irgendwie gebaut und alles. Die Natur wird zerstört und da wird irgendwie zum Beispiel Wälder werden zerstört, um Häuser zu bauen und alles andere. Deswegen ja. Teils, teils. Muss halt gut durchdacht sein, dass wenn man eingreift durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, in anderen Regionen, sag ich mal, vielleicht neue Naturlandschaften geschaffen werden. Das sieht man ja, dass wir zu viel eingreifen und daraufhin gibt es ja auch immer mehr Umweltzerstörungen oder immer mehr Umweltkatastrophen oder Klimawandel und so weiter und so fort. Wir sehen, wie die Fluten langsam ansteigen, die Deiche werden nicht in dem Maße nachgebaut zum Beispiel. Wir sehen, was in den Atommülllagern passiert. Ich meine, ich komme aus einer Branche, die selber irgendwo einlagern mit Salzstöcken und so weiter. Aber wenn Sie sehen, wie die Fässer da gelagert werden, wie das da reingeknallt wird, was man uns alles erzählt hat, wie sicher und wie toll das alles ist, das passt alles hinten und vorne nicht mehr. Ich meine, natürlich wird die Natur einen Schaden davon tragen, dass wir da eingreifen. Und wenn wir die Elbvertiefung machen, wird es mit Sicherheit nicht positiv für die Natur sein, sondern positiv für die Menschen und wahrscheinlich für die Industrie. Ja, nicht positiv für die Umwelt. So ist es, 10:10. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Ja, greifen wir zu sehr in die Natur ein? Die Elbvertiefung für riesige Containerschiffe zum Beispiel ist ja seit Jahren umstritten. Umweltverbände halten eine erneute Ausbaggerung für überflüssig und befürchten zudem, dass dadurch das Ökosystem des Flusses zum Kippen gebracht werden könnte. Tja, dann gäbe es auch keine Krabben mehr und die Fischer wären arbeitslos. Hamburg will wettbewerbsfähig bleiben. Die Riesenfrachter sollen unabhängig von Ebbe und Flut in diesen Welthafen einlaufen können. Dafür müsste die Elbe zum 9. Mal ausgebaggert werden. Zwar wurde die Entscheidung jetzt erst einmal vertagt, doch die geplante Ausbaggerung der Elbe für große Containerschiffe ist hoch umstritten. Obstbauer Gerd Lefers ist seit Jahrzehnten gegen die Elbvertiefung. Im Grunde genommen ist das Ganze ein Prestigeprojekt, weiter nichts. Die wollen einfach sagen können, ihr könnt zu jeder Tageszeit rein und raus. Seit dem späten 18. Jahrhundert baut seine Familie in der Gemeinde Jörg Obst an. Jörg liegt im alten Land nordwestlich von Hamburg. Das alte Land ist eines der größten Obstanbaugebiete Europas. Gerd Lefers fürchtet nun schlicht um seine Existenz. Für den Obstbau benötigt er große Mengen Wasser, Elbwasser, und das droht nun zu versalzen. Wir haben in einigen Gebieten massive Schäden durch die 8. Elbvertiefung. Die Salzwasserzone hat sich, das geben auch die Planer sogar zu, um 25 Kilometer weiter flussaufwärts verschoben. Und die Bauern dort können eben nicht auf Elbwasser zurückgreifen für die Beregnung, besonders im Sommer nicht. Die Versalzung der Böden durch die Elbvertiefung ist einer der Ängste der Bauern hier. Gerd Lefers ist neben seinem Job als Obstbauer auch als Deichgraf engagiert und sieht da noch ein weiteres Problem. Wir liegen ja praktisch auf Meeresspiegel und die Gefahr von Sturmfluten und Deichbrüchen nimmt drastisch zu. Das haben wir bei der letzten Elbvertiefung gesehen. Die Elbe soll von der Nordsee bis nach Hamburg tiefer und breiter werden. Doch Umweltschützer warnen, diese Elbvertiefung könnte verheerende Auswirkungen auf das Ökosystem des Flusses haben. Schon jetzt sind die Baggerarbeiten auf der Elbe Alltag. Um die Tiefe der Fahrrinne zu erhalten, wird laufend gebaggert auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Hamburg. Die Folge: das Wasser strömt viel schneller. Und das spüren vor allem die Kutterfischer. Ja, die Strömungsgeschwindigkeiten hier auf der Elbe, die haben sich so dermaßen erhöht. Durch die Strömung reißt das alles weg und dementsprechend sind auch die Fänge schlecht an den Kanten, ne? Carsten Lange fischt schon seit 25 Jahren Krabben. Er befürchtet, dass er nach einer erneuten Vertiefung der Fahrrinne kaum noch Krabben fangen kann. Dabei hätte Niedersachsen einen neuen großen Hafen, den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Praktisch wird der aber bisher kaum genutzt. Was für eine Verschwendung, sagen die Gegner der Elbvertiefung. Ja, aber wirklich. Immer wenn das Telefon bei Robert Proschwitz zu Hause klingelt, da zuckt er inzwischen zusammen. Ach, nicht schon wieder Einbrecher, hofft er. In seiner Pizzeria in Leipzig wurde nämlich bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen eingebrochen. Diesmal ist der Einbrecher aber in flagranti gefilmt worden. Es sind Szenen wie aus einem Krimi. Ein Einbrecher durchsucht Küche und den Kassenbereich. Jede Schublade, jede Schranktür durchwühlt er auf der Suche nach Beute. Gefunden hat der Gauner diesmal nichts, freut sich Inhaber Robert Proschwitz.
Beim letzten Einbruch wurde nichts gestohlen, weil wir seit dem ersten Einbruch halt keine Bargeldbestände mehr da haben. Da wurden halt ja, die Türen zerstört, das Fenster wurde halt aufgebrochen und weiter ein bisschen verwüstet, sage ich mal. Es ist bereits der dritte Einbruch binnen weniger Wochen in der Leipziger Pizzeria. Bei den ersten Malen kamen die Einbrecher über die Hintertür. Daraufhin hatte Proschwitz die Tür einbruchsicher gemacht. Ich vermute, dass die Täter halt über Nachbargrundstück über den Zaun gestiegen sind und von dort hinten sind sie dann quasi hier zur Tür gelangt und haben versucht, hier einzubrechen. Man sieht ja auch die Einbruchspuren. Das wurde, denke ich mal, nicht geschafft und deswegen sind sie durchs Kellerfenster hier drüben quasi eingekommen. Dabei wurde das Treppengeländer aus der Wand gerissen. Gesamtschaden aller Einbrüche bisher rund 13.000 Euro. Diesmal ließ sich der Täter aber besonders viel Zeit. 40 Minuten lang durchwühlte er jeden Winkel. Dabei entblößte er für einen Moment sein Gesicht, wie diese Bilder zeigen. Die Aufnahmen der Überwachungskamera könnten den Täter nun überführen. Ich wünsche mir natürlich, dass hier nicht mehr eingebrochen wird, ganz klar, weil es ja auch Nerven raubt, Geld kostet und so weiter und so fort, dass es halt der letzte Einbruch war. Nur auf sein Glück will Proschwitz aber nicht vertrauen. Eine zusätzliche Alarmanlage soll die Pizzeria künftig noch besser schützen. Die Menschen in Bremen sind schockiert. Am Rand eines Sportplatzes in Gröpelingen liegt ein 15-jähriger Junge, übersät mit Messerstichen. Warum er sterben musste, muss jetzt die Mordkommission klären. Ein 15-Jähriger ist tot. Offenbar das Ende eines Streits zwischen ihm und vier Bekannten. Passanten fanden den Jugendlichen gestern auf diesem Sportplatz blutüberströmt mit zahlreichen Stichverletzungen, bewusstlos. Die sofort zugerufenen Rettungskräfte und die Polizei blieben mit den Reanimationsbemühungen leider erfolglos, weshalb der Junge noch am Auffindeort verstorben ist. Die Mordkommission ermittelte auf Hochtouren mit Erfolg. Drei junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren und ein 17-jähriges Mädchen wurden festgenommen. Nach einer Party mit jeder Menge Alkohol kam es offenbar zum Streit. Das Opfer wurde zunächst mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt. Um die Tat offenbar zu vertuschen, erstachen zwei Täter den 15-Jährigen wenig später. Zunächst sah es gestern so aus, als tappe die Polizei bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Der Sportplatz grenzt unmittelbar an ein Wohngebiet, doch es schien niemanden zu geben, der irgendetwas gehört, irgendetwas gesehen hatte. Die Nachbarn unter Schock. Hier? Nee. Auf dem Sportplatz? Nee. Das wusste ich nicht. Krieg nichts mit. Das tut sehr, sehr weh. Hier in Tura? Direkt da, wo die Leute direkt stehen. Oh Gott. Direkt. Gegen drei der vier Jugendlichen hat die Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts und versuchten Totschlags erlassen. Oft geht es ja beim Nachbarschaftsstreit um Lärm, Vorgärten oder Mülltonnen. Ja, da gibt es ein paar wüste Beschimpfungen am Gartenzaun und das war's. Aber was sich im April dieses Jahres zwischen zwei verfeindeten Nachbarsfrauen am Niederrhein abgespielt hat, das macht wirklich fassungslos. Eine 49-jährige Frau läuft Amok, überrollt ihre Nachbarin mit ihrem Geländewagen und bedroht sie danach mit einem Messer. Ab heute treffen sich beide vor Gericht. 6 Monate U-Haft hat sie schon hinter sich. Sollte Gisela P. vor dem Landgericht Kleve wegen versuchten Mordes verurteilt werden, könnten noch viele Jahre Gefängnis dazukommen. Die 49-Jährige soll im Frühjahr versucht haben, ihre Nachbarin umzubringen. Da ist sich die Staatsanwaltschaft sicher. Laut Anklage fuhr die Geschädigte mit ihrem Fahrrad auf einem Waldweg in Issum, als die Angeklagte sich mit ihrem Geländewagen von hinten näherte und in Tötungsabsicht die Geschädigte anfuhr. Diese fiel zu Boden. Die Angeklagte setzte dann ihr Fahrzeug zurück und fuhr erneut gezielt über die Geschädigte, die verletzt am Boden liegen blieb. Die Angeklagte stieg dann aus dem Auto aus, nahm ein Messer und schnitt der Geschädigten in den Halsbereich. Issum am Niederrhein, 14. April 2014. Ist das, was hier passiert ist, blutiger Höhepunkt eines Nachbarschaftsstreits? Auf diesem Feldweg soll eine 59-jährige Bäuerin mit einem Auto attackiert worden sein. Die verunglückte Radfahrerin heißt Maria H. und kann schwer verletzt übers Handy die Polizei alarmieren. Den Beamten erzählt sie, ihre Nachbarin Gisela P. habe sie mit diesem Jeep gerammt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte heimtückisch gehandelt hat. Dass deswegen, weil sie sich völlig unerwartet von hinten genähert hat, in dem Moment auf dem Waldweg, auf dem Fahrrad, hat die Geschädigte nicht mit einem Angriff gerechnet.
Maria H. wird mit zahlreichen Knochenbrüchen und Schnittverletzungen am Hals in die Klinik geflogen. Stunden später nimmt die Polizei Gisela P. vor ihrem Haus fest. Laut Zeugen sollen sich das Opfer und die mutmaßliche Täterin seit Jahren einen erbitterten Nachbarschaftskrieg geliefert haben. Es war so gewesen, dass es immer wieder Sticheleien gab, Beleidigungen gab. Es gab auch mal ein Schlichtungsverfahren. Und die nach Eindruck meiner Mandantschaft, also auch der Angehörigen, hat die Angeklagte keine Möglichkeit ungenutzt gelassen, eben gegen meine Mandantschaft zu wettern. Bäuerin Maria H. ist heute im Saal 105 nicht anwesend. Die 59-Jährige ist Hauptzeugin und Nebenklägerin. In den nächsten 4 Verhandlungstagen werden sich die Nachbarinnen im Gerichtssaal gegenübersitzen. Maria H.'s Anwalt weiß, das Wiedersehen mit Gisela P., die nach Aussage seiner Mandantin töten wollte, wird alles andere als einfach werden. Das Gericht ist schon daran interessiert, dass die Nebenklägerin, also meine Mandantin, in Anwesenheit der Angeklagten aussagt, weil man dann durch die Interaktion, auch durch Beobachtung, weitere Reaktionen der Angeklagten auf die Aussage meiner Mandantin Rückschlüsse ziehen kann. Mitte Oktober soll ein Urteil fallen. Mehr als 3.300 Menschen sind in diesem Jahr an Ebola gestorben. Mit am schlimmsten betroffen von der tödlichen Epidemie sind die Menschen in Liberia. Das Land braucht dringend medizinische Unterstützung aus dem Ausland. Und die kommt auch aus Deutschland. Wir haben 2 Einsatzkräfte einer deutschen Hilfsorganisation kurz vor dem Abflug ins Seuchengebiet getroffen. Auf mutiger Mission. Raphael Markus, der Leiter der Not- und Katastrophenhilfe, und Ärztin Sabine Kirchner von Humedica bei den Vorbereitungen am Münchner Flughafen. Sie waren schon in einigen Kriseneinsätzen. Nun wollen sie überlebenswichtige Hilfsgüter wie Desinfektionsmittel, Handschuhe und Mundschutz nach Liberia ins Ebola-Seuchengebiet bringen. So viel wir auch Sorge haben, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben uns letzte Woche sehr stark darauf vorbereitet, auch wie es mit dem persönlichen Schutz und uns als Gruppe gehen soll. Und ich denke, das sollte reibungslos laufen können. Liberia, das Land, in dem Ebola am heftigsten wütet. Der 14-jährige Bürgerkrieg ruinierte das Gesundheitssystem, ein fruchtbarer Boden für die gefährliche Seuche. Laut Weltgesundheitsorganisation sind hier seit Beginn der Epidemie fast 2000 Menschen gestorben. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Angst haben auch Thomas Böhner und seine Frau Hava. Fast stündlich telefonieren sie mit ihrer Familie in Monrovia. Havas 25-jährige Tochter Tonja arbeitet als Röntgenassistentin im Regierungskrankenhaus. Ich habe Angst, habe viel geweint hier zu Hause. Gesagt, bitte hör auf zu arbeiten und geh nach Hause. Doch sie sagt, Mama, das geht nicht. Ich muss arbeiten für diese Leute. Hier sterben viele Menschen. Gestorben, weil die Schutzkleidung fehlt, die vor dem tödlichen Virus Ebola schützen könnte. Auch Thomas Böhner hat mit seinem Verein Help Liberia in den letzten Wochen pausenlos Spenden eingetrieben. Der 54-Jährige koordiniert 2 Krankenhäuser im Busch. Trotz der dort herrschenden Panik arbeiten seine 17 Mitarbeiter weiter. Es ist eine bodenlose Katastrophe, eine Sauerei eigentlich, ja, dass irrsinnig viel Material ins Land kommt und das nicht im Hinterland verteilt wird. Die 54 Tonnen Hilfsgüter von Humedica werden in Monrovia an das Gesundheitsministerium übergeben. Mit an Bord des Flugs Ärztin Sabine Kirchner. Sie geht freiwillig ins Krisengebiet, will mithelfen, die Seuche einzudämmen. Wir behandeln nicht selber Ebola-Patienten. Wir gehen darunter, um das einheimische Personal zu schulen, die Hygienemaßnahmen zu überwachen und natürlich unsere Hilfsgüter an den Mann zu bringen. Die Hilfe für Liberia ist angelaufen. Für das Team von Humedica beginnt der Kampf gegen die unheilvolle Krankheit. So, jetzt sind es nur noch 4 Tage und dann können die Anwohner der Theresienwiese in München so langsam wieder aufatmen. Der alljährliche Ausnahmezustand zum Oktoberfest ist dann nämlich zu Ende. Seit dem ersten Fassanstich macht sich der ganz normale Wahnsinn breit. Ja, da gibt's die Wildpinkler im Vorgarten, die Bierleichen im Hauseingang und Gerüche, die selbst für abgehärtete Nasen eine echte Herausforderung sind. Wer am Rande des Festgeschehens wohnt, der muss sich wohl oder übel mit diesem Schicksal abfinden, auch wenn es vielen schwerfällt. Bis zu einer 500.000 Menschen besuchen täglich das Münchner Oktoberfest und feiern dort, was das Zeug hält. Das Problem, das Festgelände liegt mitten in der Stadt, rundherum ist Wohngebiet. Auf dem Heimweg sind viele vollkommen hemmungslos, wenn plötzlich die Blase drückt. Die Leidtragenden sind die Anwohner.
Jasminka Hermansson wohnt direkt an der Theresienwiese und mittlerweile hasst sie das Oktoberfest. Direkt neben dem Polizeiauto. Ja, man erlebt halt diese völlige Entgleisung aufgrund von zu viel Alkohol. Also die pinkeln dahin, die kotzen hin. Letzte Woche, da haben wir in der Hecke am Abend einen rausgezogen. Der hatte gerade da hingekotzt und dann wollte er sich da hinlegen und da schlafen. Und dann habe ich den halt da rausgehievt. Das war gar nicht so leicht, weil der wäre ja erfroren, wenn er da liegen geblieben wäre. Vor 8 Jahren ist Jasminka Hermansson in eine 3-Zimmer-Wohnung in unmittelbarer Oktoberfestnähe gezogen. Eigentlich hat sie es schön hier, nur nicht, wenn gerade Wiesenzeit ist. Denn egal, wann sie aus dem Haus geht, immer trifft sie auf sogenannte Wildpinkler. Also auf der Theresienwiese gibt es ganz viele Toiletten. Da braucht man nicht die Hecken von anderen Leuten vollpinkeln. Können Sie sich vorstellen, dass wir das ekelig finden? Schweigen. Der Mann ist einfach nur froh, sein Geschäft verrichtet zu haben. Sehr alltäglich ist es. Auch, dass Sie so reagieren? Ja, auch, dass Sie so reagieren. Also, der war ja noch recht nett. Also, es gibt welche, die werden total aggressiv. Jasminka Hermansson hat das Oktoberfestgelände schon seit Jahren nicht mehr betreten. Sie und die Anwohner würden sich freuen, wenn außerhalb des Geländes mehr getan würde. Wir haben auch schon also beantragt, zum Beispiel einen Pinkelpfennig auf jede Maß Bier, womit dann die Reinigungen finanziert werden. Weil wenn 5 hintereinander zum Beispiel an die Hauswand pinkeln, dann sieht man das. Die Wiesen vor der Haustür, das kennt auch Baron von Engel Erlenbach, und zwar seit 30 Jahren. Doch in letzter Zeit ist es deutlich lauter geworden. Der Lärm ist ein neues Phänomen. Das hat es vorher in Form von Musik nicht gegeben. Und das ist ein unangenehmer Lärm. Weil also rechts spielt ein Akkordeon, drüben einer auf einer Panflöte, dazwischen eine Mississippi-Band. Das ist mir auf einmal ein bisschen zu viel. Der Baron weiß, Oktoberfest bedeutet Ausnahmezustand. Und damit muss man sich wohl oder übel arrangieren. Also damit man nicht zur öffentlichen Toilette wird, sozusagen, das muss man ja ganz deutlich festhalten, haben wir natürlich unsere Vorgärten alle zu. Also wir müssen abends darauf achten, dass das zugeschlossen ist, sonst ist es schon unangenehm. Mit Unterstützung von Seiten der Stadt können die Anwohner aber nicht rechnen. Das zuständige Referat schreibt, die städtische Straßenreinigung reinigt täglich intensiv die an das Festgelände angrenzenden Straßen und Gehsteige. Die Stadt München als Veranstalter kann nur an die Vernunft der Besucher appellieren. Auch die Polizei kann nicht richtig durchgreifen. Das Wildpinkeln ist zwar strafbar und kostet zwischen 35 und 200 Euro, aber es gibt einfach zu wenig Beamte zur Kontrolle, weil die meisten auf dem Oktoberfest selbst im Einsatz sind. Ich kann jeden verstehen, der hier wohnt, der während dieser Zeit, der Wiesenzeit, natürlich da ein Problem damit hat. Wir selber versuchen auch im Rahmen des Möglichen, das zu unterbinden. Aber mit dieser Flut, die wir hier haben, ist es oft gar nicht anders möglich. Wenn es dunkel wird, wird alles noch ein wenig schlimmer. Mit steigendem Alkoholpegel fallen die letzten Hemmungen. Es ist schon wahnsinnig anstrengend und ich habe halt das Gefühl, es wird schlimmer. Es wird jedes Jahr schlimmer, diese Horden von Sturzbesoffenen, die man hier sieht und die jetzt nicht hier hinpinkeln. It's not the toilet. You can go to the toilet. Sie tun mir auch leid. Irgendwie tun sie mir leid, sie sind so sturzbetrunken, dass sie wirklich nicht mehr wissen, wohin und wer sie sind. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass sie das Haus anpinkeln. 16 Tage Oktoberfest hautnah. Egal, ob man möchte oder nicht, den Anwohnern bleibt da keine Wahl. Manche versuchen mit durchaus ungewöhnlichen Mitteln, die Wiesenbesucher vor der Haustüre zu verjagen. Man kann natürlich sein Handy zücken und dann laut schreien, morgen ist es im Internet oder sonst irgendwas, dann sind die meisten Leute wieder ganz schnell weg und haben alles eingepackt. Also hier sieht man den ganzen Müll, den uns die Wiesengäste hinterlassen. Und dann ist auch so ein Bauzaun aufgestellt, der steht da natürlich sonst nicht, sondern alle, die hier wohnen und arbeiten, verrammeln ihre Grundstücke zum Schutz gegen die Wiesenbesucher. Jasminka Hermansson wartet sehnlichst auf den 5. Oktober.
Dann ist die Wiesn für dieses Jahr wieder vorbei und sie kann endlich wieder ihre schöne Wohnung genießen. Das ist wirklich schon heftig. Mehr als 10 Millionen deutsche Haushalte besitzen inzwischen einen Hund. Und je origineller, desto besser. Züchter nehmen dafür immer mehr in Kauf, dass zum Beispiel bei Schäferhunden schwere Hüftschäden mittlerweile als normal gelten. Höchste Zeit, auf die Konsequenzen des Schönheitswahns bei Rassehunden aufmerksam zu machen. Eine der großen Hundeschauen in Deutschland. Hier wird vorgeführt, was die Züchter hervorgebracht haben und was den Kunden als Rassehund angeboten wird. Christoph Jung, Hundehalter aus Passion und Zuchtkritiker, ist dies ein Dorn im Auge. Jahrelang hat er recherchiert, sein Vorwurf, Preisrichtern gehe es vor allem um die Optik der Hunde, Gesundheit sei Nebensache. Hunde, die offensichtlich Atemnot haben, erhalten teilweise höchste Prämierungen. Das haben wir alles schon gesehen. Qualzuchten nennt Jung so etwas. Insbesondere bei Mops und der französischen Bulldogge sind sie zu finden. Zwar verbietet das deutsche Tierschutzgesetz solche Zuchtpraktiken, doch wo bleiben die Kontrollen? Eine Salatgurke im Supermarkt hat wesentlich mehr staatliche Aufsicht, staatliche Kontrolle, Vorschriften, die beachtet werden müssen, bis sie beim Verbraucher bei uns landet, als ein Rassehund. Da gibt es praktisch überhaupt nichts. Es gibt Minimalstandards des Tierschutzes, aber das war's dann schon. Und das hat Folgen. Immer häufiger müssen Missbildungen bei Hunden operativ korrigiert werden. So wie bei dieser französischen Bulldogge, die unter Luftnot leidet. Ihre Halterin hat sich nun für einen Eingriff entschieden. Man möchte es halt auch nicht, dass man dann wirklich mal morgens dasteht und ja, dann hat man es nicht machen lassen und der Hund stirbt dann irgendwie da dran oder so. Bulldogge Fanny verschluckt beim Atmen immer wieder ihr Gaumensegel, das für den kurzen Schädel viel zu groß ist. Im Gegenzug sind die Nasenlöcher zu klein. Als Folge atmet der Hund verkrampft und verstärkt für das Tier die pure Qual. Die kleine Fanny hat alles gut überstanden. Schon bald wird an den Eingriff und den Grund dafür nichts mehr erinnern. Christoph Jung hält derweil weiter Ausschau nach Qualzuchten und braucht nicht lange, bis er fündig wird. Es ist sehr schwer gebaut für so einen jungen Rüden. Wenn man den Kopf ansieht, ist ganz flach, sehr breit, hat fast keinen Hals. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieser Hund im täglichen Leben seine liebe Not hat, mit einem ganz normalen Spazierengehen. So werden wohl auch einige dieser Rassehunde bald auf dem OP-Tisch liegen. Als Modehunde angeboten, weil sich Liebhaber dafür begeistern, egal wie es dem Tier dabei geht. Tja, mehr über die Auswüchse in der Hundezucht können Sie bei Planet E am Sonntag um 14.45 Uhr hier bei uns im ZDF sehen. Kaum ist die Grillzeit vorbei, geht es auch schon deftig weiter. Auf keiner echten Schlachtplatte darf dabei knackiger Kohl fehlen. Das kalorienarme, aber vitaminreiche Gemüse ist ein echter Klassiker der deutschen Küche. Jetzt ist Erntesaison und es gibt ein breit gefächertes Angebot an wohlschmeckenden Sorten. Kohl ist schließlich nicht gleich Kohl. Deshalb eine kleine Warenkunde für gesundheitsbewusste Genießer. So hört es sich an, wenn Kohl geerntet wird. Weißkohl, Rotkohl oder Wirsing. Die größten Felder gibt es hier in Dithmarschen, Schleswig-Holstein. Bis zu 9 Kilo bringt so ein Kopf auf die Waage. Und um auf dieses Kampfgewicht zu kommen, bedarf es doch so einigem. Wir brauchen ausreichend Regen, natürlich nicht zu viel. Und die guten Marschböden, die wir hier haben an der Westküste, sind sehr geeignet für den Anbau für Kohl. Darum gibt es hier auch schon seit über 100 Jahren diesen Anbau. Jetzt im Herbst beginnt die Kohlsaison. Los geht's mit der Ernte. Die ist Handarbeit, denn jeder Kopf ist empfindlich. Damit man lange etwas davon hat, müssen schon die Erntehelfer aufpassen, dass die Köpfe keine Blessuren bekommen. Der Kohl muss sehr vorsichtig in die Lagerkisten eingelagert werden, denn jede Stoßstelle kann sich zu einem Rotteprozess entwickeln, den wir natürlich nicht gerne haben wollen. Kohl im Übermaß. Mit der Verarbeitung kann man sich aber Zeit lassen. Und teuer ist er auch nicht. Egal ob Weiß- oder Rotkohl, das Blättergemüse lässt sich auch zu Hause wunderbar aufbewahren. Der Kohl ist relativ lange, wenn er kühl und dunkel gelagert wird, haltbar. Ungefähr 4 Wochen, würde ich sagen, ohne zu kühlen. Und gesund ist er auch noch. Schon immer sind die Menschen dank Kohl gut durch die dunkle Jahreszeit gekommen. Das Gemüse ist ein echter Fitmacher. Kohl hat
Zum einen den Vorteil, dass es ganz wenig kalorienhaltige Inhaltsstoffe hat. Das heißt also, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate sind kaum drin, aber dafür ganz viele von den wichtigen, die gar keine Kalorien haben, nämlich Vitamine und Mineralstoffe. Früher galt Kohl als arme Leute essen, aber er ist längst wieder in. Auf dem Markt ein Renner, den jeder auf seine Weise schätzt. Wie finden Sie Kohl? Toll. Oder meinen Sie jetzt den Politiker? Kohl ist ein super Gemüse. Auf jeden Fall. Kohlpudding, Kohlrouladen, das kann man doch wunderbar machen. Rotkohl. Mit Apfel. Und Knödeln. Mit einer schönen Soße dabei, das ist schon eine feine Sache. Saisonal, regional. Regionale Kohlgerichte gibt es auch in Kolles altem Muschelsaal in der Büsumer Altstadt. Heute bereitet Küchenchef Karl-Heinz Kolle Wirsing-Kohlroulade mit Seelachs zu. Salz, Pfeffer, Zwiebeln und ein bisschen Ei. Und mehr braucht man eigentlich nicht als für die Farce. Die Farce ist die Füllung der Roulade. Für sie kommt grob gewürfelter Seelachs in die Küchenmaschine und noch einiges mehr. Ein Ei zu, Zwiebeln, dann ein bisschen Salz. Ja, ein bisschen mehr brauchen wir noch. Und das ist so grober schwarzer Pfeffer. Darf auch nicht zu viel, immer nur ein bisschen. Das soll ja nur den Geschmack unterstreichen. Und weil der Kohl noch ein paar Kalorien vertragen kann, kommt noch ein anderer Geschmacksträger dazu. Kleinen Schuss Sahne zu. Jetzt hat man praktisch ein Fischhackfleisch. Dann kommt der Kohl ins Spiel. Blatt für Blatt wird sorgfältig zugeschnitten. Also ich mache es immer so bei Fischkohlrouladen, dass man die ineinander legt, so übereinander, damit sie nicht auseinanderfallen können. Eine in die Mitte und dann hat man eine schöne Kohlfläche. Und dann kommen so gut 3 Esslöffel voll von der Seelachsfarce in die Mitte. Und dann schlage ich immer als erstes die Seiten über und hole dann von hier so das Kohlblatt rum. Und drehe es dann fest aneinander. Man kann es auch im Backofen machen, dass man sie ein bisschen mit Fischfond vielleicht angießt oder ein bisschen Weißwein, Zwiebeln drauf und dann so bei 120 Grad in den normalen Backofen reinfüllt. Nach 45 Minuten ist die Roulade fertig. Mit deftiger Sahnesoße und, typisch norddeutsch, Nordseekrabben garniert, hat man ein heißes Essen für kalte Tage. Ja, köstlich. Morgen jährt sich wieder der Tag der Deutschen Einheit. Jüngere Bundesbürger, die erinnern sich an die Teilung Deutschlands kaum oder noch kennen sie nicht, oder sie kennen es nur vom Hörensagen. In Mödlareuth ging die Grenze einst mitten durchs Dorf. Christian Landrebe war für uns direkt dort vor Ort. Hallo. Uno momento Maria, uno momento bleib stehen. Abgehauen sind die. Ich bei du gewesen, du nix da gewesen, wo sein du gewesen, du musst mir alles gestehen. Guten Tag. Uno momento Maria. Momento. Dürfen wir mit Ihnen mal sprechen? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Das haben wir alle schon erlebt. Das hat sich erledigt hier. Bei mir kommt keiner mehr rein. Schluss. Können wir mal ohne Kamera mal kurz normal sprechen? Hat ohne sich erledigt. Wir brauchen nicht weiter sprechen. Okay. Na gut. Alles klar. Tschüss. Gleich das erste Gehöft auf der rechten Seite. Ja. So eine große Tor. Wer ist da? Die Frau Merkner. Und die? Die spricht mit Fremden. Vielleicht, ja. Ja. Dann probieren wir es mal. Was ist das für ein Ort hier? Jemand muss ja was erzählen, weil sonst kommt der größte Schwachsinn raus, wenn sich die Leute was ausdenken. Und dann erzähle ich halt mal was. Wo war die Mauer? Die da unten, das Stück ist noch original. Da ging sie da am Bach entlang, so hoch. Und da oben bis zum Ortsende, 700 Meter. Das gehört zum Museum.
ist das so angelegt worden, damit die Leute mal einen Einblick bekommen, wie die Grenzanlagen aufgebaut waren. Ja. 70.000 Besucher haben 70.000. Wir. 70.000? Und 50 Leute wohnen. Ja, genau. Haben wir ganz schön was zu verkraften. Heute kommen wir auf die Schulen. Denen wird es da erzählt, wie das früher zu DDR-Zeiten war. Das ist ja deutsche Geschichte. Ne? Die einen, die sind damals geflüchtet, die sind da über den Bach. Wie das losging mit der Grenze und so, ne? Das sind die da über den Bach und im Westen. Und nach der Wende hat uns die Presse überrollt. Kann man schon so sagen. Auch zum 20-Jährigen, da hat uns die Presse auch überrollt. Das war oft einmal nicht mehr normal. Als wir hier durchs Dorf gestrichen sind, so sind wir richtig gehend weggejagt worden. Ja, das kann ich mir denken, weil man einfach seine Ruhe haben will und weil man auch nichts mehr erzählen will, weil es wird dann alles sowas früher, es wird alles, ist alles so negativ ausgelegt worden. Nicht, wie es wirklich war. Lächeln? Ja. Ach, sie fühlt gerade. Das muss man sich doch nicht entgehen lassen. Nee. Wir dachten, hier könnten wir mit ganz vielen Leuten sprechen. Das ist nicht mehr so. Ist alles ein bisschen sehr zurückgezogen dann. Ne? Aber das ist aus, ja auch aus der Sache gewachsen dann, ne? Was nachher anschließend nach der Wende dann hier passierte dann. Ne? Die nicht ehrliche Berichterstattung. Es war nicht genügend Action. Die Leute waren nicht arm genug. Wie kann man ein Fernseher haben oder so, immer in Anführungsstrichen, oder wie kann man eine Gefriertruhe haben oder so, ne? Freilich, wir haben, ja, ich meine ja gerade jetzt hier, ich bin jetzt hier auf unserer Seite, ne? Also auf der Thüringer Seite, ne? Wie kann man das denn haben? Also wir sind doch nur arme Flüchtlinge oder sonst irgendwas, ne? Hab ja gesagt, die sind gekommen und haben Kühlschrank aufgemacht bei den Leuten. Weil sie gedacht haben, in der DDR, die Leute haben nichts zu essen. Die haben das nicht begriffen oder die wollten das nicht begreifen, die Leute. Auch Jahre später noch, dass im Ost und West, dass wir hier uns so gut verstehen. Die haben immer gedacht, jetzt fragen sie auch noch. Also nach 20 Jahren haben sie noch gefragt, ob das Dorf zusammengewachsen ist. Dann habe ich gesagt, wenn man nach 20 Jahren noch nicht zusammengewachsen ist, dann wächst man nie zusammen. Ne? Und wir hatten aber ehrlich gesagt überhaupt keine Berührungsängste gehabt, noch sonst was, wie wir dann wieder ein Dorf waren. Was denken Sie über die Leute? Die das machen? Westen? Nein. Das war jetzt gemein. Es ist halt der Mensch. Und der Mensch ist ein Raubtier und holt sich das Beste, was er kann. Klare Worte. Wenn Sie noch nicht auf dem Oktoberfest in München waren, liebe Zuschauer, dann sollten Sie sich jetzt beeilen. Am Sonntag werden nämlich die Zapfhähne dicht gemacht. Bierfreunde müssen deshalb aber nicht gleich verzagen, denn gebraut wird praktisch überall, auch auf dem Meer. Erste Kreuzfahrtschiffe, die stechen bereits mit eigener Brauerei in See. Wir haben einen Kölner in seinem schwimmenden Sudhaus getroffen. Thorsten Kähn ist Braumeister. Wenn der 37-Jährige am Morgen einen neuen Sud aufsetzt, weiß er nie ganz genau, wo er gerade ist, denn sein Brauhaus schwimmt. Der Kölner ist Braumeister auf einem Kreuzfahrtschiff, das derzeit in der Nordsee unterwegs ist. Und ein erheblicher Anteil Bier für die Gäste kommt aus dieser kleinen Brauerei an Bord. Rund 1000 Liter naturtrübes Bier sollen heute gebraut werden. Je nachdem, wie viel die Leute trinken halt. Also ich sag jetzt mal, normalerweise ungefähr 3 bis 4 Mal pro Woche. Mache ich einen Sud. Oder ich mache halt Doppelsude, dass ich 2 Stück an einem Tag mache. Dann ist es halt so 2-mal die Woche ungefähr. In den Kesseln im Kühlraum nebenan lagern knapp 10.000 Liter Bier, das für mehrere Wochen reichen soll. 3 Sorten werden an Bord hergestellt. Also das ist eine komplett gut ausgestattete, sehr neu ausgestattete kleine Brauerei. Also das hat nicht jede.
ist zwar nicht so automatisiert wie manch andere, aber dafür sind wir halt da. Und muss man auch nicht. Also das ist völlig ausreichend so. 10 Tage zuvor in Hamburg. Thorsten Kelm ist zum ersten Mal auf dem Schiff, das wahrscheinlich für die nächsten Jahre sein Arbeitsplatz sein wird. Hallo, herzlich willkommen an Bord. Ich bin der Johannes. Ja, Thorsten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich zeige dir mal das Schiff. Komm mal rein. Ja, gut. Für den Job hier hat der Braumeister seine Anstellung in einer Kölner Brauerei gekündigt. Also klar muss man erst mal überlegen, wenn man so lange weg von zu Hause ist. Aber im Großen und Ganzen war die Entscheidung relativ schnell gefallen. Wo ich dann gesagt habe, ich bin halt ungebunden und das ist mal was Neues. Also machst du es. Vor allen Dingen für einen Brauer ist das halt wirklich, wer macht sowas schon? Also das ist wirklich was Außergewöhnliches. Johannes Nagel ist Chef des neuen Braumeisters. Sofort geht es hinter die Kulissen. Jetzt sind wir hier bei uns im Crewbereich. Hier drüben geht es gleich zu den Büros. Und wir gehen erstmal ein bisschen weiter nach unten. Da kommen wir jetzt zum Crewpurser. Da checken wir dich erstmal richtig ein. Geht das mit deinem Gepäck? Ja, ja. Fantastisch. Okay, dann komm. Beim Crewpurser wird nicht nur der Reisepass hinterlegt. Hier gibt es auch die Karte für die Crewkabine im Bauch des Schiffes. Das Türschild ist schon fertig, doch der Platz hier ist eher beengt. Dein neues Zuhause. Herzlich willkommen. Einzelkabine natürlich für dich. Du hast einen Fernseher hier. Klein, aber schnucklig. Also so wie es aussieht, ist alles da, was man braucht. Und ich gehe mal davon aus, dass ich hier eh noch schlafen werde. Oder vielleicht, wenn ich mal Ruhe brauche, mich hier zurückziehen kann. Einzelkabine ist natürlich super. Da kann man sich auch zurückziehen. Ein Kölschglas mit Dom und ein Jutebeutel. Fertig, die Kabinendekoration. Heimweh vorprogrammiert. Ja, Köln ist Köln und bleibt Köln. Ne? Also wenn man einmal da war, möchte man immer wieder zurück. Beziehungsweise die Wurzeln sind halt in Köln. Kreuzfahrten boomen und viele tausend Deutsche genießen inzwischen in jeder Woche ihren Urlaub gern auf hoher See. Das Brauhaus mit Blasmusik auf diesem Schiff ein Anziehungspunkt für die Gäste. Zur Weißwurst gibt es hier schon morgens frisch gebrautes Bier. Das Brauhaus ist für uns der Grund. Gerade für meinen Mann, ja, der möchte gerne das Brauhaus dabei haben, weil das Bier schmeckt ihm sehr gut, das mag er gerne. Und deshalb haben wir Wert gelegt aufs Brauhaus. Extra ausgesucht deshalb, ja. Mit der Route zusammen natürlich. Also ich habe gehört, halt, dass hier ein Brauhaus ist und dann erwartet man halt, ne, sowas. Viele sind wegen des guten Bieres für die Dauer der Reise Stammgast im bordeigenen Brauhaus. Deswegen ist sein Job so wichtig. Thorsten Kelm muss als Braumeister dafür sorgen, dass der Nachschub hier nicht ausgeht. Ja, das ist immer was los hier, muss man sagen. Ja. Das ist auch nicht unbedingt gewohnt, dass man halt vor Publikum braut. Also ich bin bis jetzt eigentlich immer hinter den Kulissen gewesen. Also ich komme ja auch eher aus dem Binnenland, habe mit der Seefahrt bis jetzt noch nichts am Hut gehabt. Das ist komplett Neues für mich. Aber bis jetzt macht's Spaß. Während die Gäste auf Deck die Sonne genießen, geht Thorsten Kelm mittags in die Crewmesse. Hier nimmt er alle Mahlzeiten ein. Bei den fast endlosen Gängen und Treppenhäusern an Bord gibt es für den Neuen immer noch Probleme. Hier im Bauch des Schiffes ist das zum Teil, also ich kann mich immer noch verlaufen, obwohl ich jetzt schon ein paar Tage da bin. Vor allen Dingen in die Ecken, wo man halt nicht so oft hin muss. Wenn man da halt nur einmal hin muss und dann nach 3 Wochen wieder mal, dann fragt man am besten immer noch. Also das Laut ist schon unter dem Boden. Auch Brauseminare gehören nun fest zum Dienstplan des neuen Mitarbeiters an Bord. Eine echte Brauerei auf einem Schiff, mancher Urlauber zeigt sich immer noch erstaunt. Ich finde das ganz toll, wo wir gerne Bier trinken und dann können wir es ganz frisch hier aus den Fässern haben. Das ist eine tolle Sache. Ich war schon sehr erstaunt, dass es auf dem Kreuzfahrtschiff eine Brauerei gibt. Das ist ja schon das Ausnahme. Braumeister Thorsten Kelm denkt schon, dass das Schiff eine neue Heimat werden kann. Jedenfalls für einige Jahre. Bisher hat der Kölner seine Entscheidung, auf das Kreuzfahrtschiff zu gehen, nicht bereut.
Tja, Gerstensaft ist leider Gift für einen Waschbrettbauch. Da steht mal fest. Mit Kunstton ist das allerdings etwas anders. Im südchinesischen Nanning lassen nämlich die weltbesten Turner ab Freitag bei der WM ihre Muskeln spielen. Zum 8. Mal mit dabei Fabian Hambüchen. Der Ausnahmeturner aus Hessen ist die große Medaillenhoffnung in der deutschen Turnerriege. Weltspitze seit einem Jahrzehnt. Einer, der sich quälen kann. Fabian Hambüchen. Von nichts kommt nichts. Und der Erfolg gibt ihm recht. Weltmeister 2007, Olympiazweiter 2012. Bei der WM im letzten Jahr gab es Silber und Bronze. Man blickt gerne zurück. Ja. Es war eine grandiose WM. Der Mehrkampf war schon speziell und aus Reckfinale. Aber ja, neues Spiel, neues Glück. Ja. Es ist eine neue Situation bei dieser WM. Ganz andere Voraussetzungen. Und insofern ja, müssen wir jetzt nach vorne schauen. Und bringt leider nichts, in der schönen Vergangenheit zu träumen. Und deshalb soll es auch diesmal wieder WM-Medaillen geben für Fabian Hambüchen. Natürlich am Reck und auch im Mehrkampf, wo er sich im letzten Jahr vom letzten Platz noch auf Bronze vorgearbeitet hatte. Ja, im Mehrkampf ist es schwierig. Man sind 6 Geräte, da weißt du nie, was passiert. Reck ist halt dann schon klar, wenn ich da im Finale bin und alles gebe, dann kann eine Medaille bei rauskommen. Also insofern gehe ich das mental wie jedes Jahr an und ja, freue mich einfach drauf. Am Reck wird Hambüchen diesmal vor allem auf die perfekte Ausführung setzen. Das Risiko hat er seit einem Sturz bei den Europameisterschaften im Mai etwas reduziert. Also ich hatte dieses Jahr bei der Europameisterschaft hatte ich ein bisschen was riskiert und habe probiert, noch eine Schippe draufzulegen und war auch nicht ganz ungefährlich, der Sturz. Deswegen bin ich jetzt wieder einen minimalen Schritt zurückgegangen, habe die gleiche Übung wie letztes Jahr bei der WM, probiere aber noch mehr an meiner Ausführung zu feilen und einfach diese Übung perfekt zu tun. So weit war Hambüchen vor 11 Jahren noch nicht. Damals war der 15-Jährige unglaublich stolz, sich für seine erste Weltmeisterschaft qualifiziert zu haben. Und diesen Erfolg musste Fabian natürlich sofort nach Hause durchgeben. Mama, weißt du was? Ich hab's Ticket für die WM bekommen. 11 Jahre später sind die Ansprüche gewachsen. Für Hambüchen geht's um WM-Medaillen. Dafür hat er wie immer hart trainiert. Das ist es, was ihn antreibt. Wer hat Schuld am Ersten Weltkrieg? Diese Frage wird immer wieder diskutiert und gefragt, auch 1914. Was vor 100 Jahren wichtig war, jetzt in 100 Sekunden. England vermint Seegebiet vor seiner Küste. Die Briten begründen ihr Vorhaben damit, dass Deutschland bereits seit Wochen Minen auf der Nordsee lege. England wirft dem Deutschen Reich vor, Fischerboote mit neutraler Flagge zum Minenlegen zu benutzen. Die deutschen Minenfelder gefährdeten die internationale Handelsschifffahrt. Das widerspreche der Haager Konvention von 1907. Das Deutsche Reich weist die Vorwürfe von sich. Aufruf an die Kulturwelt. Deutsche Zeitungen veröffentlichen ein Manifest von 93 Vertretern aus Wissenschaft und Kultur. Sie schreiben, es ist nicht wahr, dass Deutschland diesen Krieg verschuldet hat. In dem Aufruf verteidigen sie das militärische Vorgehen im neutralen Belgien. Zu den Unterzeichnern gehören der Schriftsteller Gerhard Hauptmann, der Chemiker Fritz Haber und der Maler Max Liebermann. Cartoonist Louis Reimakers gefährdet deutsch-niederländische Beziehungen. In seiner Zeichnung wirft er dem deutschen Heer die Zerstörung der Kathedrale in Reims vor. Wenige Tage nach der Publikation in der Amsterdamer Zeitung De Telegraph konfiszierte die Staatsanwaltschaft das Bild. Nach niederländischem Strafrecht droht Personen, die die Neutralität des eigenen Landes gefährden, bis zu 6 Jahre Haft. Reimakers befindet sich noch auf freiem Fuß. Französischer Langstreckenläufer Jean Bois gefallen. Der dreifache Weltrekordler aus Marseille ist an der Westfront an der Marne gestorben. Im Juli 1913 hatte der 25-Jährige den Weltrekord im Stundenlauf mit 19.021 Metern gebrochen. Immer mehr prominente Sportler fallen dem Krieg zum Opfer. Morgen am Tag der Deutschen Einheit fällt die Drehscheibe aus. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt gleich im Anschluss im ZDF-Mittagsmagazin, das heute übrigens 25-jähriges Jubiläum feiert. Am Montag begrüßt Sie dann mein Kollege Norbert Lehmann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus und Ade.